Hallo und herzlich willkommen zurück zur Let's Play Stardew Valley. Ja, das letzte Mal haben wir ein bisschen was für das Gemeinschaftszentrum gesammelt. Heute wollen wir das alles so ein bisschen umsetzen. Wunderschön sonniger Tag, da müssen wir dann wieder gießen. So, gucken wir mal. Extra Glück, das heißt, wir müssen uns heute wieder schön in die Mine begeben, um das lobend zu feiern. Heute werden sie, denke ich mal, nicht rauskommen, die Hühner. Ja, wir müssen den unbedingt mal ein bisschen Nahrung besorgen, weil im Herbst wird es dann besonders kritisch werden. Ah, Pepperoni, die können wir dann auch gleich mitnehmen. Erstens sind schon mal fertig, aber ansonsten geht's momentan. Okay. Das kann weg. Und das kommt erstmal wieder hier drüben hin. Erstmal schön bunkern. So, wir brauchen Steine. Das tun wir erstmal auch hier wieder rein. Das kommt auch hier rein. Das kommt auch da rein. So, Steine, Holz, das und die Pepperoni brauchen wir. Ach, das wird Weizen, sehe ich schon. Der Rest ist noch nicht so weit. Naja, gut. Moment mal, wir haben ja hier so ein bisschen was extra noch. Jetzt abgebaut gehabt. Wo war es denn jetzt vor Schreck? Wir haben da jetzt gerade was abgebaut. Nichts frei geworden. Nö. Naja gut, da bauen wir hier noch was mit extra an. Da bin ich ja gar nicht so. Wenn es heute so schön regnet, dann müssen wir wenigstens nicht gießen. Eins, zwei, drei, vier. Und vier. Und hier. So, wird da was Verschiedenes mit angebaut. Ich glaube, die Spitzhacke tue ich mal hier drüben mit hin, zu den wertvollen Dingen. Das können wir dann gleich bei Gunther mit abgeben. Hier auch noch was für Gunther. Ansonsten haben wir soweit alles. Das kriegt auch Gunther. Ja, der kriegt so viel wieder. Also ehrlich, es ist ja... So, ansonsten, nö, Geode, die könnten wir noch aufmachen, das machen wir vielleicht mal, da ist vielleicht auch wieder was ganz Schönes mit dabei, ja, wir haben viel zu tun, die Auftragsliste ist extrem lang, gut, als erstes sage ich mal, gehen wir jetzt in erster Linie erstmal zum Gemeinschaftszentrum. Da war ja in der vorigen Folge die große Sammelaktion gewesen und jetzt wollen wir die erstmal zumindest im Heizungsraum abgeben. Pepperoni waren ja da auch was gewesen. Ich gehe mal kurz hier rüber. Das müsste gewesen sein die Herbstaktion. Genau. Tomate haben wir schon angebaut, Melone ist angebaut, ist eigentlich alles angebaut, muss nur fertig werden. Ich gucke nochmal am schwarzen Brett, ob die nochmal Pepperoni brauchen, ansonsten geht's weg. Nein, ist nicht dabei. So, einmal hier hin. Das hatten wir noch nicht. Hier hatten wir auch nicht. Gut. Ne, das war ja hier hinten da. Handwerksraum. Ich vergaß. Wenn wir jetzt nicht alles gleich abgeben können sogar.
So, hier war's. Also. Das und das. Das und Bündel komplett. Ah, ein Kohlebrennofen, was sehr schön ist. Und es eröffnet sich die nächste. Ach, das. Hör mir auf, hör mir auf. Ah, das ist sowas, so eine Auftragsliste, die werden wahrscheinlich erst später machen können. Da geht es wirklich nur um Gold. Jeder Auftrag hat was mit Gold zu tun, das wird immer mehr. Da muss ich jetzt nicht nachgucken. Gut. Obwohl mich würde es schon interessieren, was wir damit freischalten können. Da gucke ich jetzt gleich nochmal nach. Busreparatur mit 25.000. Ach, wenn wir das alles haben, haben wir die Busreparatur fertig. Also seht ihr schon mal, wie viel das quasi braucht. Ich weiß nicht, ich denke mal, wenn wir den Heizraum hier fertig kriegen. Ah, da haben wir den Loren repariert. Das wäre mein nächstes Ziel. Also müssen wir unbedingt hier die zwei noch mit besorgen. Aber das hatten wir ja eh vor. Wir wollten ja nochmal mit in die Mine rein und das ganze Zeug mitsammeln. Also wenn die Loren repariert sind, das wäre wirklich geil. Da können wir dann endlich mal wieder von Ort zu Ort fahren, ohne jetzt wirklich ein Pferd zu brauchen in dem Sinne. Bin dagegen gerebelt, tut mir leid. So, jetzt geben wir erstmal wieder was bei Gunther ab. Museum spenden. Bisschen was haben wir ja schon. Sowas war das in der letzten Folge, aber das ist nicht das, was wir unbedingt brauchen. So, jetzt breche ich noch die Geoden auf und dann geht's schon in die Mine. Wenn die Loren dann fertig wären, könnte ich zum Beispiel hier direkt in die Mine gehen. So muss ich erstmal noch hinlaufen. Na, alles schick. Pepperoni. Oh, Marco total gern. Schon mal wieder was dazugelernt. Hm. Aber das scheint er größtenteils zu kennen, außer das. Was aber jetzt in dem Sinne auch nicht schlimm ist, weil das gibt ja in dem Sinne gutes Gold. So. Zwei Dinge können wir spenden. Naja, dann ist auch der Tisch voll, ne? Direkt eine neue Belohnung abkassiert. Oh. So viel Wand habe ich doch gar nicht, um die ganzen Gemälde aufzuhängen. Naja, ich denke mal, das lagern wir erstmal ein, sonst wären meine ganzen Wände voll. Wenn ich sie dann größer gebaut habe, die Wohnung, dann können wir das alle mal noch machen. Aber dazu brauchen wir dann erstmal ein bisschen Gold. Ein bisschen mehr Gold. Also ich werde das jetzt noch los und dann geht's ab in die Mine. Mit neuer Motivation. Da können wir vielleicht eventuell den Heizraum endlich mal freischalten. Weil viel Schleim brauchen wir ja nicht mehr. Schleim und das andere. Dieses Quarz. Und die gefrorene Träne. Nein, du sollst sie nicht essen. Du sollst sie einfach bloß reinschmeißen. Das reinschmeißen, das reinschmeißen. Lehm ran rein, den Rest lagern wir ein. So. Kann rein, kann da rein, da rein, da rein, da rein, da rein. Da rein und schon haben wir wieder was mehr frei. Ach gut.
Können auch die Angel erstmal einlagern. Die brauchen wir ja jetzt nicht. So, und dann geht's schon auf in die Mine. Haben wir überhaupt keine Müsli-Riegel? Ach, die haben wir das letzte Mal alle aufgebraucht, ne? Schwierig. Naja, da gehen wir nochmal schnell ins Badehaus. Füllen wir das bisschen nur an Energie auf. Ist ja im Endeffekt nicht viel. Schlimm ist, das dauert halt alles immer so ein bisschen Zeit, ne? Ohne zu duschen, gleich rein. Mit der Schmutz schön in der Wanne bleibt hier. Gott, ihm geht's gut, dann kommen wir jetzt wieder los. Also sagen wir so, das Badehaus ist schon geil. Also das bringt wirklich Punkte. Finde ich jetzt. So können wir uns auf unsere Minenabenteuer richtig vorbereiten. Und mal sehen, wie weit wir kommen. Im Endeffekt brauche ich dann wahrscheinlich später, wenn ich noch weiter in die Mine rein will, immer mal etwas extra Nahrung. Das wäre schon gar nicht so verkehrt. So, dann wollen wir jetzt mal nach oben. Waren hier Weintrauben? Ah, da waren Weintrauben. Aber wir haben keine Zeit. Viel beschäftigt. Ab nach unten. So. Jetzt gucken wir mal. Ob wir heute extra Glück haben. Moment, hier brauchen wir die Axt eher erstmal nicht. Ah, wieder eine gefrorene Geode. Da können wir wieder was extra rausholen. Sogar zwei gleich. Ah, sehr schön. Gleich runter. Und, habe es nicht gesagt, gefrorene Träne. Etwas, was wir dafür brauchen. Was fehlt jetzt noch? Nur noch die, bestimmt die rote, ne? Gefrorene Träne und Feuerquarz. Das brauchen wir noch. Das kriegen wir auf jeden Fall noch zusammen. Gleich runter. Wir müssen hier für das Feuerquarz müssen wir auf jeden Fall weiter runter. So, gucken wir gleich mal. Wir müssen jetzt schon fast in der 50. sein. So, hier können wir wieder was abernten. Ach, dieses Harz, das habe ich schon so viel. Ich weiß gar nicht, was ich damit alles soll, aber ich glaube, das war später mal wichtig. Für irgendwas war es wichtig gewesen. Und dann will ich es auf jeden Fall da haben. So, machen wir die ja noch schnell platt. Sehr gut. Ah, geht's direkt runter. Na, jetzt müssen wir alle Gegner beseitigen. Ah, wie ich diese
Schleimteile liebe, weil die immer wieder zurückweichen. Na, da haben wir doch schon wieder eine Winterwurzel. Können wir direkt mal futtern hier. Brauchen wir ja sowieso jetzt erstmal nicht mehr. Der kam direkt angerannt, hä? Die musst du wirklich immer an die Wand drücken, dass du hier weiterkommst. Ah, ich brauche so einen Feuerquarz, der wäre schon geil. So, immer schön weg. Und direkt runter. Direkt mit Hartholz dabei. Fünfzigste Etage. Und was gibt's? Tundra-Stiefel. Zwei Verteidigung, einmal Immunität. Ja gut, dann ist mir das aber lieber. Gut, geht's weiter. So. 51. Etage sind wir jetzt schon mal. Bin mal gespannt, wie weit das noch runterging. Ich glaube, ich war mal bis ganz unten gekommen, aber kann mich nicht mehr erinnern, welche Etage das jetzt genau war. Komm, weg mit dir. Ich will eigentlich bloß diesen roten Quarz haben. Das ist eigentlich mein größter Wunsch. Also wir sollen wieder alles killen, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Sehr schön. Kommst du, Geist? Wir gehen doch weiter. Du, 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 du. Komm, Geist. Kostet es mich Zeit. Wann wird er wohl beseitigt sein? Ach, wir können auch schon so gehen. Naja, gut, dann machen wir das doch glatt, hä? Ah, jetzt wird es schon wieder zu spät. Na, wir können nicht mehr mit euch spielen. Tschüss. Ich muss schon wieder raus. Aber 53. Etage, also viel brauchen wir da jetzt auch nicht mehr. Das auf jeden Fall aufheben, das geben wir nicht zu Gunther, das kommt ins Gemeinschaftszentrum. Und die Weintraube nehmen wir natürlich mit. Jawohl. Brauchen wir die eigentlich? Ich muss halt immer mal wieder nachgucken. Ne, Brombeeren brauchen wir. Die kriegen wir aber dann später. Ja, weil halt auch öfter mal was mit doppelt dabei ist. Deswegen gehe ich da immer mal lieber auf Nummer sicher. So, dann einmal Abmarsch nach Hause. Und aufs Ohr hauen. Bin immer wieder glücklich, dass es 2 Uhr morgens ist, statt 1 Uhr morgens.
Ich denke immer, der fällt mir um 1 Uhr morgens um. So. Und, naja, 160 Gold. 60 für den Sandstein, Malachit 100 und den Rest haben, mussten wir ja abgeben, ne? Ja, ein bisschen Leben habe ich ja auch mit abgegeben. 370 insgesamt ist nicht so verkehrt. Ich muss dann auch mal gucken, wie viel das mit der Gießkanne dann kostet, die nochmal zu Silber zu machen. Wie es dann aber hier weitergeht in der nächsten Folge, ich freue mich auf euch und sage schon mal bis dahin, euer Paddy und ciao.